Hallo zusammen, hier ist Spekulatius mit einer neuen Folge Workers and Resources Soviet Republic von den Färöerinseln aus unserer Hauptstadt Torshavn. Und wir haben ein Problem. Ihr habt es vielleicht in der letzten Folge schon gesehen. Ich habe es erst beim Durchscrollen hier vor der Aufnahme entdeckt. Ich habe gedacht, was machen die zwei roten Autos hier am Tanklager? Und ja, was soll ich sagen? Es brennt. Ja, sind die Voraussetzungen jetzt besser als bei dem letzten Brand von der Ölpumpe? Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir haben 7 Feuerwehrleute vor Ort. Ob das reichen wird für das Tanklager? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Das hier könnte funktionieren, denn wir haben ein... Schiff in der Nähe und... beordern eben dieses zur Feuerwache. Also nicht das Schiff, also die Leute aus dem Schiff, genau. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Fahrzeuge in der Nähe, die vielleicht schon... Leute aufgenommen haben? Hier sind 7 Arbeiter drin, aber das ist eine... aus einem Distributionsbüro, beziehungsweise, nee, aus einem Baubüro, Quatsch. Hier sind 7 Arbeiter, die könnten wir tatsächlich nochmal... auch hierhin beordern. Und ja, die Voraussetzungen sind insofern besser, als dass wir Frühling haben und die Fahrzeuge nicht durch den Schnee fahren müssen. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fahrzeuge rechtzeitig ankommen, ein bisschen größer. Und ja, das Gebäude brennt auch schon seit einem Tag, aber wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, die Meldung. Das wäre schön, wenn man bei Brand tatsächlich irgendwie das bestätigen muss. Aber auf der anderen Seite sollte es ja vielleicht so sein, dass die Feuerwehr da immer mit klarkommt. Und ja, wir schauen mal. Okay, also es sind 4 Feuerwehrleute vor Ort. Nur 4 und... Ja, der Brand wächst, aber er wächst tatsächlich langsam. Insofern bin ich da guter Dinge, dass das funktionieren könnte. Es sei denn, es stehen alle im Stau. Das wäre natürlich höchst ärgerlich jetzt. Wo willst du denn hin? Was ist... Ah, hier ist die Vorfahrtsstraße falsch. Ja, das ist natürlich doof. So, wie sieht's aus? 5%. Auto wäre natürlich auch eine gute Idee. Hier haben wir doch auch noch einen Bus, den wir umfunktionieren können. So. Bitteschön. Oder habe ich das bei den anderen wieder vergessen? Hätte ich... Hätte ich das anders einstellen müssen. Ich schaue mal. Ne, der fährt zur Feuerwache. Der fährt auch zur Feuerwache. Und das war, glaube ich, der... Ne. Der ist voll und fährt auch zur Feuerwache. Alles klar. Ein Arbeiter. Nehme ich alles, was da ist. Wir gucken mal.
Wo willst du denn? Nicht, der tankt erst. Ich glaube, ich flippe aus. Aber es sind jetzt genügend Feuerwehrleute vor Ort, insofern sollten wir in der Lage sein, dieses Feuer zu löschen. Das sieht sehr gut aus. Wow, prima. Jetzt hätte ich den natürlich. Halt, 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 halt. Die versuchen wir jetzt natürlich noch zu nutzen. Ja, das passt. Sehr schön. Okay, dann können wir die ganzen anderen Fahrzeuge auch wieder umstellen. So, die Feuerwehrautos sind auch zurückgekommen und das Ganze ging schneller und einfacher als gedacht. Also sind beim letzten Mal wirklich mehrere Dinge zusammengekommen, die nicht schön sind. Der Winter als allererstes, die nicht geräumten Straßen. Und die nicht vorhandenen Feuerwehrleute hier in der Feuerwache. Und es kommen jetzt tatsächlich noch mehr Feuerwehrleute hier rein. Das müssen wir dann allerdings vielleicht mal begrenzen. Also so eine Rumpfbesetzung von 10 Leuten sollte aber, denke ich, ausreichend sein, um im Extremfall einen Brand erst bekämpfen zu können und dann kann man weitere no Leute nachordern, nachalarmieren sozusagen. Okay. Ja, das hat das hat gut funktioniert und ich mache einfach mal eine Kurzfolge draus und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Toll, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge, die gleich folgt. Vielen Dank, euer Spekulatius.